Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen jetzt die Eruption einer Podiumsdiskussion erläutern. Ich wäre nämlich eigentlich Diskutant gewesen, habe am Mittwochabend vom Herrn Leuten den Anruf bekommen, der zu mir sagte, wird schwierig, wir haben 7 Diskutanten und 45 Minuten Zeit, es wäre doch sinnvoller, wenn Sie die Moderation übernehmen. Kann ich gern machen, deshalb sitze ich jetzt heute als Moderator hier. Gestern wurde der Herr Rauch krank, deshalb ist er leider nicht da und kann nicht teilnehmen. Der Herr Gülden muss zum Flughafen. Also jetzt sind wir eine kleine Runde zum Thema, das heutzutage auf jede Konferenz gehört, Industrie 4.0. Wo steht die österreichische Industrie, wo stehen die Unternehmen heute? Ich möchte aber, und Frau Herrlitschka möge entschuldigen, dass ich nicht mit der Dame beginne, sondern mit dem Herrn Landesrat. Sie haben ja alle einen fulminanten Vortrag gehört und der Herr Landesrat Buchmann ist etwas später gekommen, er hat nur den Schluss mitbekommen. Wenn ich das jetzt mal transferiere, ich wiederhole jetzt nicht, was er über die Qualität unserer Politiker gesagt hat, aber seine Hauptempfehlung, wenn ich das richtig verstanden habe, war Schulden machen. Und er hatte Frau Merkel empfohlen, so roundabout 100 Milliarden pro Jahr Schulden zu machen, Staatsschulden zu machen, und dieses Geld zu investieren, unter anderem mit der Begründung, also der Staat zahlt seine Schulden eh nie zurück. Wenn ich jetzt diese 100 Milliarden nehme, Deutschland geteilt durch 10, bin ich in Österreich, also 10 Milliarden, und das jetzt mit der Steiermark vergleiche, dann sage ich mal roundabout, Herr Buchmann, nehmen Sie 2 Milliarden in die Hand, machen Sie Schulden und investieren Sie. War das jetzt eine Aufforderung? Das war die Aufforderung vom Herrn Flassbeck heute Morgen. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren in der Steiermark. Ich darf nur als Tourismusreferent auch sagen, wir befinden uns da am Fuße des Monts Altissimus Thyrae, des seinerzeit höchsten Berges der Steiermark. Dank neuer Technologien sind wir ja drauf gekommen, dass doch der Dachstein der höchste Berg der Steiermark ist. Und ich glaube, diese Tage und dieses Wetter machen hier Lust auf der Steiermark und auch so einen Kongress hier durchzuführen. Das wäre natürlich eine verlockende Sache für einen Politiker, wenn er 2 Milliarden Euro Manövriermasse hätte, um damit aus seiner Sicht sinnvolle Maßnahmen, ich in meiner Ressortverantwortung für Wirtschaft und Innovation, für meinen Wirkungsbereich zu unternehmen. Ich glaube, dass es ein bisschen zu kurz greift, wenn das so als Defizit-Spending in den Raum gestellt wird und muss man schon den Gesamtkontext sehen muss, das hat sich der Herr Flassbeck dann auch relativiert am Ende seines Statements. Ich bin kein großer Fan des reinen Defizit-Spendings, sondern ich glaube, dass man die richtigen Maßnahmen mit der richtigen Tonalität setzen muss, so wie es der Herr Rotter angesprochen hat für die Industrieprozesse. Und dass es nicht immer nur eine Frage des Mitteleinsatzes ist, sondern eine Frage der richtigen Technologien. Und ich bin ja sehr viel im Lande auch bei Betriebsbesuchen unterwegs und habe die Chance, hinter die Kulissen zu blicken, wie die steirische Industrie, die steirische Wirtschaft tickt, wie gearbeitet wird. Und bei dem Thema, das wir heute behandeln, fällt mir halt auf, dass es natürlich die Pioniere gibt, dass es aber schon Erkenntnislecks auch gibt, damit Entscheidungslecks und damit Wirkungslecks. Und mit dem, glaube ich, müssen wir uns sehr, sehr intensiv beschäftigen. Vielen Dank. Damit kommen wir zum eigentlichen Thema Industrie 4.0. Vielleicht ein paar einführende Statements meinerseits. Nach wie vor die meistgestellte Frage an mich lautet, ich habe gehört, ich habe gelesen, ich habe in ECO einen Bericht gesehen, aber ich habe keine Ahnung, was Industrie 4.0 wirklich für mich bedeutet. Da haben wir heute Morgen wirklich ganz tolle Beispiele gesehen und ich kann Ihnen versichern, ich war jetzt in den letzten Monaten auch mal weltweit unterwegs. Ich war in China, ich war im Iran, ich war in Brasilien. Die ganze Welt arbeitet an diesem Thema, die nennen es anders, da ist es dann Industrial Internet oder Cyber Physical Production Systems oder wie auch immer. Aber das Thema Industrie 4.0 ist ein weltweites Thema, an dem gearbeitet wird. Sie haben es so schön genannt, Window of Opportunities, aber diese Opportunity muss man jetzt auch nutzen, und zwar jetzt, weil Ihre Konkurrenz wird es auch tun. Eine zweite Frage, die im Moment gerade relativ häufig an mich herangetragen wird, die lautet, können Sie mir nicht ein Unternehmen zeigen, das Industrie 4.0 hat? Also man glaubt, ich tue jetzt irgendetwas, ich kaufe eine Software, ich kaufe einen Roboter, ich mache irgendetwas und dann habe ich sozusagen den Industrie 4.0 Level erreicht. Das ist aus Ihrer Präsentation auch sehr schön rausgekommen und Sie haben es auch wörtlich erwähnt und der Herr Gülden auch. Wir reden hier von evolutionären Schritten in zwei Richtungen, das hat der Herr Rotter wunderbar aufgezeigt.
Aber es wird nie einen Stand geben, Industrie 4.0, wenn ich den erreicht habe, bin ich glücklich, kaufen Sie, ich sage jetzt keine Namen, Software so und so und die Welt ist gut. Sondern, und das ist die Schwierigkeit bei dem ganzen, Industrie 4.0 bietet so viele Möglichkeiten, so viele technologische Möglichkeiten von Technologien, die wir in unsere Produkte oder Prozesse integrieren können, dass es nicht so einfach ist, herauszufinden, was Sie jetzt als nächstes tun. Das ist sicherlich eine der ganz großen Schwierigkeiten. Was auch heute Morgen bereits massiv angesprochen worden ist, ist das Thema Daten. Ich habe da so einen Lieblingssatz. Daten sind das Öl der Zukunft. Sie haben das Beispiel Google-Auto beim Herrn Gülden gesehen. Sie können sicher sein, dass Apple und Google keine Autos bauen, um mit den Autos Geld zu verdienen. Das ist denen völlig klar, dass sie wahrscheinlich nie in der Lage sein werden, gescheite Autos zu bauen, gescheit, wie wir das verstehen. Das wollen die auch gar nicht. Das will aber auch die sogenannte Generation Y gar nicht. Sondern die wollen Mobilität. Was Apple und Google will, sind die Daten, die diese Autos produzieren. Und die ganz einfache Aufgabe für Sie als Unternehmer heißt, wenn ich das mal ganz platt ausdrücken darf, wie mache ich aus Daten Geld? Wie transformiere ich Daten in Informationen, die einen Nutzen haben? Das ist eine der ganz zentralen Fragen, die sich aus diesem Thema Internet der Dinge etc., Industrie 4.0 ergibt. Ich habe gestern gehört, eine andere Definition von Daten, das ist eine lustige Variante, Daten sind wie Bikinis. Sie zeigen viel, aber verhüllen das Wesentliche. Das sind Daten. Und die Kunst besteht darin, dieses, was verhüllt wird, freizulegen. Das heißt, aus Daten nutzbare Informationen zu machen. Frau Herrlitschka, wir haben heute Morgen beim Frühstück festgestellt, wir waren in den letzten Monaten, Jahren so oft auf der Bühne, dass wir beschlossen haben, wir machen jetzt ein ganz neues Spiel bei einer Podiumsdiskussion. Ich stelle gar keine Frage mehr, sondern Sie antwortet und ich erkläre nachher, welche Frage ich gestellt habe. Werden wir natürlich nicht tun. Frau Herrlitschka, Infineon ist sicherlich in Österreich einer der Vorreiter, was Industrie 4.0 angeht. Einerseits im Tun, andererseits sind Sie, ich sage jetzt mal, Predigerin in Sachen Industrie 4.0. Vor einigen Monaten haben Sie in Villach Ihren Pilotraum 4.0 vorgestellt, den Sie aufgebaut haben, realisiert haben und eingeweiht haben. Was können wir denn dort sehen? Was ist denn sozusagen das Innovative, Neue? Und können wir das tatsächlich sehen? Können wir kommen und uns das anschauen oder ist das eher Closed Shop? Ja, das Erste wäre ja lustig gewesen, nicht wahr? Das machen wir nicht. Ja, also ich fange mit dem vielleicht für Sie am interessantesten an. Wenn Sie sich bei uns, unseren Showroom und unsere zukünftige Perspektive von Industrie 4.0 anschauen wollen, dann laden wir gerne ein. Und wir zeigen das auch gerne her, weil wir einfach zeigen wollen, wie man sich evolutionär, und das ist zu Recht schon gesagt worden und sagen ja viele auch zu Recht über die letzte Zeit, wie man sich evolutionär mit dem Thema Industrie 4.0 und Digitalisierung auseinandersetzen kann. So, was ist unser Hintergrund zu dem Showroom? Und vieles davon ist ja auch bekannt, auch die Auszeichnung vom letzten Jahr. Wir sind als Branche, als Mikroelektronik, Branche eigentlich schon sehr stark im Bereich der Digitalisierung tätig. Wir sind im Gegensatz zur Föst, und deswegen ist das auch ein interessantes Beispiel, eine sehr kurz getaktete Branche. Bei uns sind Innovationszyklen kürzer und das schlägt sich natürlich auf alles nieder. Aus dem Grund setzen wir schon seit vielen Jahren als Konzern und als Unternehmen auf die Digitalisierung. Digitalisierung sehen wir als mehr als nur Automatisierung, so anspruchsvoll die Automatisierung ist, aber Digitalisierung, ist ja vorhin auch gezeigt worden, ist selbstverständlich mehr. Und deswegen haben wir uns hier auch schon deutlich weiterentwickelt und weiterentwickeln müssen. Wir wollen jetzt mit dem Showroom, mit dem Pilotraum Industrie 4.0, wollen wir genau auf dem hohen Niveau aufsetzen und dort aber lernend mit Technologien aus Industrie 4.0 das fortsetzen, weitertreiben. Aber, und das ist mir auch ein wichtiger Punkt, damit lernen. Wir sagen nicht,
Wir wissen damit alles. Wir haben nicht ein definiertes Ziel, wo wir sagen, der Endzustand schaut so und so aus, sondern wir sind uns dessen bewusst. Wir brauchen ein Gesamtbild. Das Gesamtbild besteht aus umfassenden Wertschöpfungsketten in mehreren Dimensionen. Und auf dem Weg wollen wir offensiv weitergehen. Wir wenden Digitalisierung in etlichen Bereichen heute ja schon an. Das Energiemanagement ist so ein Thema, das halte ich für sehr interessant, ist meistens nicht so im Fokus, aber ist natürlich bei einer Fertigung schon ein riesiges Thema. Und so geht es einfach darum, Schritt für Schritt hier in die nächste Ebene zu kommen und ich sage es noch einmal und aus Überzeugung, damit zu lernen und damit alle Konsequenzen, die damit verbunden sind, Aus- und Weiterbildung. Ich konnte gestern nicht da sein, weiß nicht, ob das ein Thema war, aber Aus- und Weiterbildung parallel hier zu entwickeln, ist ein ganz zentrales Thema. Kommen wir noch darauf zu sprechen. Gut, das heißt, wir können tatsächlich zu Ihnen kommen und können uns das anschauen. Da sieht man schon die nächsten Schritte, aber eben genau mit dem Anspruch, wir sind hier auch am Weg. Wir treiben die Innovation, wir sind hier am Weg und vielleicht das auch noch, weil es manchmal in der Diskussion zu kurz kommt. Wir machen I4.0 natürlich aus einer klaren Zielsetzung heraus und manches davon ist schon angesprochen worden. Time to market, schneller mit den besten Produkten am Markt zu sein, Flexibilisierung und Effizienz. Vielen Dank, Frau Herrlitschka. Ich glaube, es ist relativ deutlich, auch in den ganzen Vorträgen vorhin, es stellt sich nicht mehr die Frage, ist Industrie 4.0 relevant, sondern die Frage heißt, was tue ich? Was setze ich um? Und nicht mehr darüber zu lamentieren, ist es jetzt nur 2016er Trend, sondern das wird uns, Sie haben so schön gesagt, die nächsten 2, 3, 4 Dekaden sicherlich begleiten. Und die Technologieentwicklung, die hat erst angefangen eigentlich, da hat Herr Gülben einiges aufgezeigt. Das heißt, die Beschleunigung, die wir in dieser Technologieentwicklung haben, die wird noch dramatisch zunehmen. Ich kriege auch häufig die Frage gestellt, wie sieht denn die industrielle Welt, da kommen dann 2025, 2030, da sage ich immer, um Gottes Willen, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie die Welt in 3 Jahren aussieht. Wenn Sie jetzt mal nicht 3 Jahre nach vorne denken, sondern 3 Jahre nach hinten denken, da hat unsere Welt völlig anders ausgeschaut. Und wenn ich Sie vor 3 Jahren gefragt hätte, Big Data, Cloud Computing, hätten Sie mit den Schultern gezuckt und hätten gesagt, noch nie gehört, kann nichts damit anfangen. Heute ist es da. Vielleicht eine Ergänzung noch, gerade auch an einem Tag wie heute. Wir machen Industrie 4.0 und Sie erlauben, das ist etwas plakativ, aber auch aus der Überzeugung heraus, dass wir damit erstmals seit langem wieder die Chance haben, substanziell dazu beizutragen, wissensintensive Produktion in Europa halten und stärken zu können. Weil es erstmalig eigentlich im Kern auf das Know-how ankommt. Das ist ein Risiko, aber vor allem auch eine Chance. Und uns geht es darum, die Chance zu sehen und die Chance zu nutzen. Vielen Dank. Zu meiner Linken habe ich die Föst-Ecke sozusagen. Den Herrn Rotter haben Sie schon kennengelernt. Der Herr Lindorfer ist der ehemalige CTO von VAI. Er hat einen Status erreicht, um den ich ihn echt bewundere. Er hat mir eine E-Mail geschrieben, was er alles nicht mehr macht. Und er schreibt, und ich tue jetzt nur noch das, was mir Spaß macht. Da bin ich noch weit entfernt davon. Wir haben einiges auch gemeinsam gemacht in den letzten Monaten. Unter anderem Plattform Industrie 4.0 gemeinsam aufgebaut. Der Dr. Hofstetter ist hier unter uns, der Vorsitzende der Plattform. Sie sind beratend für den Wirtschaftslandesrat Strugel unterwegs. In Österreich selbst, seitens BMFIT, seitens Industriellenvereinigung, Wirtschaftskammer, ist ja einiges in die Wege geleitet worden. Stichwort Plattform Industrie 4.0, Stiftungsprofessuren. Wir haben gerade Forschungsprojekte, Produktion der Zukunft, Mobilität der Zukunft mit Schwerpunkt Industrie 4.0. Da tut sich einiges. Was tut sich denn in Oberösterreich? Was macht Oberösterreich als der Industrienabel von Österreich, sage ich jetzt mal? Ja, vielen Dank zunächst einmal. Vielleicht noch zur Aufklärung dieser kryptischen Ansage vom Herrn Professor Sinn, dass ich noch mal das tue, was mir Spaß macht. Ich bin also seit Jahresanfang nicht mehr Geschäftsführer der TMG, jetzt heißt die Business Hub Austria und der Innovationsholding, sondern habe eben einige Beratungsfunktionen und unter andere Geschäftel noch. Aber insofern kann ich jetzt die Dinge machen, die mir Spaß machen, so war das gemeint. Ja. Zum Thema, was tut sich in Oberösterreich? Ich glaube, man muss grundsätzlich natürlich einerseits schauen, wo haben wir die Stärken und auch sagen, durch
das Verbesserungspotenzial in Österreich, in Oberösterreich. Ich glaube aber, die Frage, so wie sie auch bei der Podiumsdiskussion steht, nämlich wo steht Österreich, greift in Summe ein bisschen zu kurz. Ich glaube, wir müssen das schon sagen, einerseits im europäischen Kontext, und das hat uns ja der Professor Flassbeck heute, glaube ich, sehr eindrücklich gesagt, auch im internationalen Kontext sehen. Ich habe übrigens, bevor ich heute den Herrn Flassbeck gehört habe, mir vorgenommen zu sagen, aus meiner Sicht ist der sechste Kontrakt-TF eindeutig die Digitalisierung. Nach dem Vortrag vom Herrn Professor Flassbeck bin ich jetzt der Meinung, der sechste Kontrat-TF, Kontrat-TF-Zyklen sind also grundlegende Zyklen, die die Wirtschaft sozusagen voranpushen. Nach seinem Vortrag muss man sagen, der sechste Kontrat-TF heißt Schulden machen. Ja. Ob das wirklich die Lösung ist, ist ein anderes Thema, aber es ist schon auch ein bisschen was dran. Ich bin kein Volkswirt, ich bin nur ein Maschinenbauingenieur, aber ich glaube, es ist schon auch was dran. Man kann sich auch zu Tode sparen und zum Teil, glaube ich, sind wir in Europa schon auf der Schiene. Ein Punkt auch, nur bevor ich jetzt dann nur mal auf Oberösterreich speziell eingehe, die Sabine hat gesagt und auch der Herr Rotter, Industrie 4.0 ist ein inkrementeller Prozess, das ist grundsätzlich richtig, aus technologischer Sicht ist es das aus meiner Sicht des Ingenieurs jedenfalls. Denn die Dinge, die man technologisch einsetzt, die gibt es ja alle schon länger, ob das RFID, Sensoren und. Ja. Wo ich aber glaube, wo es durchaus mehr als inkrementell ist, wo es radikal oder vielleicht sogar disruptiv ist, das ist bei den Geschäftsmodellen. Ja. Und das wird, glaube ich, unterschätzt. Ja. Hat auch ja der Vortragende vorher, glaube ich, einige gute Beispiele gebracht. Also ich glaube wirklich, obwohl ich selber Ingenieur mit Leib und Seele bin, ja, Technologie ist natürlich wichtig, aber der wirkliche sozusagen globale Wettbewerb wird sich bei denen entscheiden, die im Denken Erdenken neuer Geschäftsmodelle voransehen. Also das heißt, von den Geschäftsmodellen her, glaube ich, ist das ein absolut disruptives Thema. Im technologischen Bereich ist es inkrementell. Jetzt nur, damit ich zu Ihrer Frage auch komme, Oberösterreich, Sie haben es richtig gesagt, Oberösterreich ist eines der starken Industriebundesländer. Wir haben, und das ist heute in Europa schon eigentlich ja, sehr selten, Oberösterreich hat 31% Industriequote, das heißt 31% des regionalen BIPs wird von der Industrie erwirtschaftet. Ja. Damit sind wir in zumindest was jetzt die Industriespitzenreiter anbelangt, in guter Gesellschaft mit China. China hat 32, Südkorea hat 28, wobei man natürlich hier aufpassen muss, von der Größenordnung vergleicht man hier natürlich Äpfel mit Birnen. Aber nur, also da sind, glaube ich, durchaus, und es gibt ja andere Bundesländer in Österreich auch, die ähnlich hohe Industriequoten haben. Vorarlberg liegt sehr hoch, ist zwar ein kleines Bundesland, liegt aber so hoch, und auch die Steiermark, wo wir heute zu Gast sind, ist ja auch ein Industriebundesland. Und daher sage ich mal, ist, glaube ich, eine grundsätzliche Voraussetzung da, um also diese Chancen aus Industrie 4.0 aufzugreifen. Denn im Wesentlichen brauche ich dazu zwei Dinge. Ich brauche eine Industrie und ich brauche die Digitalisierung und muss die nutzen. Und viele Staaten in Europa, muss man jetzt sagen, haben die Voraussetzung eins schon nicht mehr. Ich meine, Frankreich hat zum Beispiel, ich glaube, der Professor Flassbeck hat es ja gehabt, die Industriequote hat sich dramatisch reduziert in den letzten 10 Jahren. Die sind jetzt, glaube ich, bei 13%. Also die haben schlicht und einfach die Industriebasis gar nicht mehr. Die können da Geld einschmeißen, meiner Meinung nach, was sie wollen. Es ist die Industriebasis nicht mehr da. In Österreich haben wir es, in Deutschland haben wir es, in ein paar anderen Ländern auch. Das ist positiv. Wir haben viele Maßnahmen auch in Oberösterreich gesetzt. Die will ich aber jetzt nicht im Detail aufzählen, würde auch zu lang werden. Im Rahmen des sogenannten strategischen Programms, der Mechatronik-Cluster und. Also da gibt es sehr viele Maßnahmen, wo eben auch die Unternehmen unterstützt werden. Wir haben zum Beispiel mit dem Mechatronik-Cluster 350 Unternehmen. Und das sind, glaube ich, durchaus schon sehr potente Unternehmen im Bereich eben Automation, Maschinenbau, Industrie 4.0. Aber wie gesagt, das im Detail aufzuführen, würde zu weit führen. Kann man aber alles auf der Homepage der Business App Austria nachlesen. Vielen Dank. Weil Sie jetzt gerade mehrfach den Professor Flassbeck angesprochen haben, eines seiner Lieblingsbeispiele war ja die Schwäbische Hausfrau. Da ist mir nur so eingefallen, ich komme gebürtig aus der Region, also wenn ich so den Wohlstand dieser schwäbischen Hausfrau mir vergleiche über die letzten 50 Jahre, dann ist der Wohlstand deutlich besser wie der Wohlstand von den Menschen, wo der Herr Flassbeck herkommt. Also ganz so schlecht kann es vielleicht nicht gewesen sein. Ob das in der Zukunft auch noch funktioniert, ist ein anderes Thema. Und auch die Innovationsquoten. Genau, also bis jetzt, ich glaube, Baden-Württemberg steht weltweit ziemlich gut da. Aber das ist ein anderes Thema. Herr Rotter, 3D-Druck. Aus Ihrem Vortrag ist für den einen oder anderen vielleicht etwas überraschend hervorgekommen, dass Voestalpin auch auf das Thema 3D-Druck, und da sind wir uns, glaube ich, einig, wir haben uns auch schon darüber unterhalten, das Thema 3D-Druck wird viele Industrien revolutionieren, wirkliche Revolutionen hervorrufen, ganze Geschäftsmodelle werden zusammenbrechen, also da spricht man wirklich von disruptiven Innovationen, von disruptiven Geschäftsmodellen. Wenn ich mir jetzt aber so einen klassischen Stahlproduzenten vorstelle und auf einmal kommt der mit 3D-Druck, das ist dann schon ein
großes Gap sozusagen in den Vorstellungen, aber ich weiß, dass Sie da sehr intensiv drüber nachdenken. Was erwarten Sie denn generell und zum Zweiten natürlich für die Föst als Gruppe insgesamt sich von dem Thema additive Fertigungsverfahren? Ja, ich bin froh, dass Sie jetzt mir eine gute Plattform bieten und sagen, wir sind kein klassisches Stahlwerk mehr, so wie du heute erwähnt. Schauen Sie, die additiven Manufacturing Technologies, wie es so schön heißt, sind sehr vielfältig. Wir haben gestern da zu Beginn einmal so eine kurze Einführung dafür bekommen, war nur ein kleines Segment aus dem Ganzen heraus. Die Möglichkeiten, die dabei entstehen, darf man jetzt nicht im Vergleich setzen zu den bestehenden Fertigungstechnologien. Es ist ganz klar, wenn ich heute ein Bauteil, das ich halt in der klassischen Massenfertigung hocheffizient fertige und jetzt hergehe und sage, jetzt mache ich das aus 3D-Druck, dann wird man natürlich sehr schnell draufkommen, wurde auch gesagt, also da ist keine Ökonomie dahinter. Ja? Wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, fertig dieses neue Bauteil unter anderen Prämissen, schaut die Welt anders aus. Erstens einmal kann ich diesem Bauteil ganz andere Funktionalitäten zuordnen. Ich kann dem Bauteil jetzt nicht nur in physikalischen Themen, ich kann dem Bauteil im Sinne dessen, dass es für mich vielleicht sehr hoch notwendig ist, in kürzester Zeit Losgröße 1 herzustellen. Ich gebe ein Beispiel in der Öl- und Gasindustrie, und was brauchen die? Einen 3D-Drucker. Wenn ich auf so einer Plattform jetzt Bauteile habe, die brechen, muss ich in kürzester Zeit muss ich hier etwas einbauen und unter Umständen sogar angepasst an den Betriebszustand, das heißt mit einem gewissen Verschleißgrad. Ja. Das ist auch ein Beispiel. Das heißt, damit eröffnen sich komplett neue Möglichkeiten für die Erstellung von Bauteilen. Ich komme aber von einer anderen Seite auch her, das ist die Logistikkette. Wir haben gestern gehört, die Logistikkette, die wird sich komplett neu aufstellen. Gebe ich Ihnen ein Beispiel, wo also die Kosten in der Bauteilherstellung sich mit einer ganz anderen Interessenslage decken. Kommt ein bisschen aus dem militärischen Bereich. Stellen Sie sich vor, die schwimmende Stadt eines amerikanischen Carriers, ja, Flugzeugträger. Die enorme Vielzahl von Bauteilen, die dort im Sinne des Ersatzteilwesens vorgehalten werden müssen, damit das ganze Werk läuft, Flugzeuge und so weiter und so fort. Wie viel einfacher ist das, wenn ich dort Paletten von Säcken mit Vormaterial, Pulver lagernd habe und daraus jetzt Bauteile herstellen kann und damit in kürzester Zeit wieder funktionsfähig bin. Also ist ein sehr komplexes Thema, dieses Additive Manufacturing Verfahren, und die Disruption wird auf der einen Seite im Bauteil im Produkt selbst erfolgen, wird auf der anderen Seite in der gesamten Geschäftslogik erfolgen, zum Beispiel für Ersatzteilwesen in verschiedensten Technologien. Jetzt denke ich nicht dran, wir haben in Amerika voriges Wochen über das Thema gesprochen, naja, also wann wird der erste Hamburger aus dem 3D-Drucker kommen, das ist nicht disruptiv, das ist eher lustig, ja? Aber es zeigt trotzdem die Tiefgründigkeit dieser Tatsache. So, jetzt kommen wir zu der Voestalpine. Schau, für Voestalpine ist stahlgebundene Werkstoffe, Nickelbasis bis hin zum Titan. Wir verstehen uns als Solution Provider in Metallen. Ja, das komme ich spezifisch auf meine Division. Pulvermetallurgie ist für uns schon seit vielen Jahren eine Kernkompetenz. Und die Brücke ist jetzt, Pulvermetallurgie ist die technologische Basis für 3D-Drucken. 3D-Drucken sage ich jetzt nicht mehr, weil wir gestern gelernt, das ist das Unwort, ich sage es für additive Fertigungsverfahren. Also wo kann die Strategie der Voestalpine liegen? Es ist ein enormes Entwicklungspotenzial in der Pulvermetallurgie. Es gibt eine enorme Möglichkeit, hier komplett neue Metallwerkstoffe herzustellen, neue Kombinationen, die in der liquiden Metallurgie gar nicht darstellbar sind. Und wo wollen wir hin? Wir wollen auf der einen Seite unsere Kompetenz als Metallurgen erhalten. Wir wollen in der Pulvermetallurgie weiter aufbauen. Am Ende des Tages kann heute keiner sagen, wie das Geschäftsmodell 3D-Drucken, Additive Manufacturing in 15 Jahren ausschauen wird. Sage ich, ist mir auch ganz egal, solange nur Pulver von der Voestalpine verwendet wird. Also wir wollen in der Lage sein, so wie wir das heute als Anspruch mit unseren Produkten haben, auch in Zukunft eine erste Adresse am Platz sein, wenn es hier in welcher Form auch immer
Pulver für Additive Manufacturing Bedarf, dann klingelt bei uns oder kommt das Signal vom Internet, von der Internetplattform. Wir schließen aber auch nicht aus, dass die Geschäftslogik uns in eine Lage versetzt, gewisse Wertschöpfungsketten, die es heute gibt, durch Fertigung auch zu ersetzen. Und da kommen wir jetzt zur Geschäftslogik. Wenn Sie sich heute vorstellen, die Wertschöpfungskette, wie vielschichtig die ist bis zum Endprodukt, wird dieses additive Manufacturing-Technologie Endkunden in die Lage versetzen, wieder sehr viel in-house zu fertigen. Das heißt, weil heute notwendige Fertigungsschritte außer Haus sind. Und das ist dann doch eine Disruption über die gesamte Wertschöpfungskette. Vielen Dank. Herr Wirtschaftslandesrat, die Steiermark ist der zweite Wirtschaftsindustrie-Schwerpunkt von Österreich. Was tut denn die Steiermark? Wir haben von Oberösterreich gehört, ich habe aus dem Bund berichtet. Was tut sich denn in der Steiermark? Was tut die Steiermark für die Industriebetriebe in der Steiermark, um in diesen Prozess zu kommen? Wie unterstützen Sie die Unternehmen? Ich möchte gleich ansprechen, weil Oberösterreich hier im Raum steht. Wir haben ja sehr enge Kooperation auch zwischen den Wirtschaftspolitiken der beiden Industriebundesländer, auch in der Vernetzung. Wir haben ja gerade einen sehr erfolgreichen Call auch abgewickelt, was die digitale Agenda zum Mobilitätsthema betrifft, wo sehr, sehr spannende Einreichungen waren und wo wir gemeinsam sehr, sehr stolz sind, dass wir Know-how in unseren Regionen haben, auch grenzüberschreitend in den beiden Regionen haben, die dann zu Produkten und Dienstleistungen führen können, die ja wirklich marktfähig sind. Die Steiermark ist ja eine europäische Unternehmensregion im Jahr 2013 geworden. Wir sind von Europa ausgezeichnet worden dafür, weil es in der Steiermark nach einer Periode, wenn Sie die 70er und 80er Jahre sich anschauen, wo die Steiermark noch sehr kunststofflastige Industrie gehabt hat, dann durch einen disruptiven Prozess, muss man ja sagen, den Niedergang der seinerzeit verstaatlichten Industrie, aber der Wandel, und ich sage immer dazu, für mich aus meiner Perspektive, der smarte Wandel zu einer wissensbasierten Produktionsgesellschaft in einem rasanten Tempo stattgefunden hat, wo wir seitens der Wirtschaftspolitik im Lande versucht haben, in die Richtung zu unterstützen, dass wir das Zusammenspiel zwischen unseren hohen Schulen, da haben wir natürlich ein ganz besonderes Asset in Österreich mit der Montanistischen Universität in Leoben, aber auch mit den anderen Universitäten, mit der Technischen Universität in Graz. Steiermark ist ja das einzige österreichische Bundesland mit zwei technischen Universitäten, wo wir gemeinsam mit diesen Wissenschaftseinrichtungen und mit der anwendungsorientierten Forschung in der Industrie und in der Wirtschaft versucht haben, diese Prozesse ganz besonders zu unterstützen. Und manchmal schelten wir auch die Bundespolitik, möchte aber sagen, dass es ein Programm aus meiner Sicht auf bundespolitischer Ebene gibt, das ganz besonders geeignet ist, auch diese Zukunft zu gestalten. Das ist das Kompetenzzentrenprogramm, wo es in Österreich 38 Kompetenzzentren aktuell gibt. 20 haben aktuell ihren Sitz in der Steiermark oder sind mit steirischer Beteiligung. Und das ist auch so ein Innovationstreiber, wo wir versuchen, unsere Unternehmungen entsprechend zu unterstützen. Und wenn man dann noch dazu nimmt, die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Ioneum Research in der Steiermark, das können aber auch die Christian-Doppler-Labors oder andere Einrichtungen sein, wie das Gießerei-Institut in Leoben, dann spürt man, dass hier dieses Zusammenwirken zwischen Wirtschaft und Wissenschaft in der Steiermark auch durch abgestimmte Wirtschafts- und Wissenschaftsstrategien im Lande eine echte Unterstützung für die Betriebe ist. Und in der Verbindung all dieser Bereiche betreiben wir ein sehr zielorientiertes Clustermanagement in den Bereichen der Mobilitätsthemen, des Life Science-Bereiches und der Umwelttechnik mit einer Querschnittsmaterie der Kreativwirtschaft und versuchen da besonders zu unterstützen. Vielleicht sinnbildlich drückt es am besten aus, ich habe vor einigen Tagen im Flieger von Brüssel nach Frankfurt das Handelsblatt gelesen, dort war dann ein Artikel darüber, dass nicht die Großen die Kleinen fressen und nicht die Schnellen die Langsamen, sondern dass mittlerweile die Kreativen die Langweiler fressen. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, weil das ist auch die digitale Agenda, wo wir, glaube ich, riesige Chancen haben, wo es aber auch Risiken gibt, die wir heute noch nicht besprochen haben. Vielen Dank. Herr Lindorfer, Sie waren immer schon so eine Art Visionär. Sie haben bereits im Jahr 2000 ein Projekt aufgesetzt, das digitale Stahlwerk, als der Begriff Industrie 4.0 noch gar niemand gekannt hat. Wie sehen Sie denn, gerade für Österreich,
ich sage jetzt mal, wie sieht die Industrielandschaft Österreich 2020 aus? Erste Frage. Und zweite Frage, was empfehlen Sie denn konkret? Wir haben hier hauptsächlich mittelständische Unternehmen sitzen. Ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen jetzt genau in der Schwelle sind, sich zu fragen, nun, was tue ich jetzt konkret? Was empfehlen Sie einem klassischen Mittelständler, was er jetzt tun sollte? Zum ersten Punkt, Sie haben angesprochen, also das Projekt Das digitale Stahlwerk ist richtig, wir haben das über Thomas Fuschelgeschäft der VAI, wir haben das im Jahr 1999 begonnen, wir haben das Projekt damals natürlich noch nicht Industrie 4.0 genannt, weil es den Begriff schlicht und einfach damals noch nicht gegeben hat, aber natürlich war uns als VAI, als Anlagenbauer klar, dass das in diese Richtung geht. Ich möchte vielleicht in dem Zusammenhang noch einen Punkt ansprechen und der Herr Landesrat hat auch gesagt, also wir müssen ein paar kritische Punkte ansprechen und da möchte ich einen ansprechen. Gehört ein bisschen oder passt ein bisschen insofern auch zur VAI, weil es nämlich jetzt dann um eine Patentthematik geht und die VAI war damals, also im Jahr 2000 haben wir 6.000 Patente weltweit gehabt, war damals jenes österreichische Unternehmen mit den meisten Patenten. Was inzwischen passiert ist, da blutet mir nach wie vor das Herz. Sie wissen, es ist jetzt mehrheitlich bei den Japanern, das Headquarter ist von Oberösterreich nach London gegangen. Ja, es ist halt so, das ist die Globalisierung. Aber zum Thema, kritische Thema, das ich ansprechen möchte. Ich habe vor anderthalb Jahren mit ein paar Professoren der JKU, Mechatronik und Kollegen vom Mechatronik Cluster eine Übung gemacht, die, glaube ich, ganz interessante Ergebnisse geliefert hat, nämlich jetzt zum globalen Wettbewerb. Und zwar haben wir gesagt, welche Patentklassen sind denn wirklich primär Industrie 4.0 relevant? Die kann man relativ einfach definieren, kann man ein bisschen diskutieren, aber im Wesentlichen, wir haben 15 dann identifiziert. Ja. Und Gott sei Dank sind die Patentklassen weltweit standardisiert. Das heißt, dieselbe Patentklasse in Deutschland hat auch dieselbe Bedeutung in China und in den USA und in Brasilien. Ja. Und wenn man das macht und wenn man dann weltweit, und das kann man aufgrund der Datenbanken, eben alle Unternehmen sozusagen hier scannt, nach denen, die die meisten Industrie 4.0 relevanten Patente haben, dann schaut das für ganz Europa sehr traurig aus. Ja. Unter den Top 40 sind nur 2 aus Deutschland. Also wir haben ja heute auch sehr viel zu Deutschland gehört. Und Deutschland sieht sich ja teilweise auch als Vorreiter zur Industrie 4.0. Bei dem globalen Patent sozusagen Vergleich spiegelt sich das nicht wieder. Und wenn ich nur jetzt da die ersten vorlese, ich könnte da natürlich lang lesen, also auf Platz Nummer 1 ist IBM. Also gesagt, wir haben eben solche Themen wie CPPS, Cloud Computing und, das heißt, die alles wesentliche Punkte sind. Ich meine, wir sind uns einig, dass Deutschland, gerade Ihrer Region auch Baden-Württemberg, führend im Maschinenbau ist, aber für Industrie 4.0 reicht eben der gute Maschinenbau alleine nicht. Da brauche ich eben genau auch diese digitalen Kompetenzen und auch die Patente. Also an erster Stelle weltweit steht IBM, an zweiter Microsoft, dritte Fujitsu, vierte Samsung, fünfte Hitachi, sechste Sony, dann Matsushita und. So geht die Liste fort. Ja. Also wir unter den 40 nur 3 deutsche Unternehmen, ja, Siemens auf Platz 10, Bosch und SAP relativ weit hinten abgeschlagen. Ja. Österreich kommt natürlich hier nicht vor, natürlich sage ich deswegen, weil das sind wirklich Megakonzerne mit mehreren 100.000 Beschäftigten pro Konzern. Ja. Also meine Message hier ist, wir müssen da schon sehr aufpassen im globalen Wettbewerb und zwar als Europa, nicht als Österreich, als Europa. Ja. Wenn man sich also wie gesagt diese Patentanalyse hier ansieht ja, und ich glaube, dass die schon durchaus eine gewisse Bedeutung hat, dann sind wir hier in Europa dabei, also voll auf der Verliererstraße zu sein. Ne? Zu Ihrer Frage noch einmal jetzt KMUs. Was soll man den KMUs empfehlen? Ja, ich glaube, also eines wird klar sein, ja, ich meine, Industrie 4.0, Digitalisierung, das wird ein ganz wesentliches Thema sein. Ich glaube auch, dass sozusagen in den Schlüsselindustrien, Autoindustrie wurde auch schon mehrfach angesprochen, in kurzer Zeit kaum mehr KMUs als Sublieferanten zugelassen werden, die hier nicht, sage jetzt einmal, diese Industrie 4.0 Fähigkeit, also ein quasi irgendein Zertifikat, wie auch immer das ausschauen mag, haben wird, also sich intensiv damit zu beschäftigen, wird, glaube ich, wichtig und gut sein. Ja. Ich glaube aber trotzdem, und ich komme nur mal zurück zu dem, was ich zu Beginn schon gesagt habe, nämlich das eine ist die Technologie und das andere ist aber eben dann schon so ein kreative Geschäftsmodelle, Entrepreneurship. Und da zeigt die Erfahrung, ja, ich habe zwar selber immer in großen Unternehmen gearbeitet, aber dass gerade die KMUs sehr oft im Bereich Entrepreneurship sehr stark sind ja, und da sollen sie durchaus mit einem gewissen Selbstvertrauen auch hineingehen. Sehr oft sind ja diese kleinen und mittleren Unternehmen sozusagen Eigentümer geführt und der Eigentümer ist gleichzeitig der oberste Forscher, der oberste Verkäufer und, ja, und machen wir der Buchhalter auch noch. Aber die sollen diese Kreativität behalten, ja, sollen sich davor nicht fürchten, weil es dort fürchtet ist auch Sturm. Also ich glaube, so einfach hier weitergehen, diesen kreativen Weg, ist sicherlich richtig, aber beschäftigen muss man sich intensiv damit. Kann ich Ihnen nur zustimmen. Herr Rotter, wir müssen zum Schluss kommen. Technologieentwicklung.
Ich war sehr, sehr glücklich über Ihr Beispiel, die smarte Schmiede. Wenn man von Industrie 4.0 redet, dann redet man eigentlich immer von Automobil, von Hightech-Maschinenbau, von Electronics. Jetzt geht es auf einmal auch in der Schmiede. Das finde ich ein ganz fantastisches Beispiel. Das zeigt also wir selber, wir haben Projekte in Brotfabriken, bei Straßenbahnen. Also das ist überhaupt kein Thema, was Sie herstellen, was Ihr Produkt ist. Jeder von Ihnen kann Industrie 4.0 einführen, im Sinne von beginnen, irgendwelche Prozesse zu verändern, das Produkt zu verändern oder was auch immer. Wir sind ja ein Technologiekonzern, deshalb die Frage an Sie, wo sehen Sie denn in den nächsten 2-3 Jahren die großen technologischen Entwicklungen? Wo werden wir da große Technologiesprünge bekommen? Große Technologiesprünge in den nächsten Jahren sind mit Sicherheit zu erwarten, dass die Integration von mehreren Wertschöpfungsketten in eine kleinere Anzahl von Wertschöpfungsketten durch die Möglichkeiten der digitalen Vernetzung auf der einen Seite, aber auch der Integration von dadurch ermöglichten neuen Fertigungstechnologien auf der anderen Seite das Geschäftsmodell von der Wertschöpfungserstellung her neu definieren wird. Dazu kommt natürlich auch die Leistungsfähigkeit der entsprechenden Steuerungstechnologien auf Computerbasis. Wir können heute Prozesse in einer Feinheit und Genauigkeit steuern, was früher nicht möglich war. Das wird die Thematik ermöglichen, insbesondere von der Energieseite her disruptiv neue Prozesse aufzusetzen, also hier von der Ressourcenschonung her und letztendlich natürlich auch im Hinblick auf die Umweltschonung hin wird es einiges an Technologien geben. Eine Technologie, die Wasserstofftechnologie in der Metallurgie, da ist sicherlich noch einige Zeit dabei vor uns. Es gibt noch einige Sekundärtechnologien, die wir lösen müssen, also die Wasserstofferstellung oder Herstellung ist eins der Kernthemen. Wir sprechen heute sehr leicht über Wasserstoff, wir haben bei Weitem nicht genügend Wasserstoff zur Verfügung. Nur ein kleines Beispiel, wenn wir in Voest-Linz, ja, unabhängig jetzt von der technologischen Seite, aber unsere heutigen Prozesse auf Wasserstofftechnologie umstellen würden, dann würden wir 5 bis 7 Donaukraftwerke brauchen. Ne? Also ist eine Challenge. Ja. Und wenn jetzt dann die Automobilisten, Herr Dr. Zitzner, daherkommen und sagen, jetzt fahren wir auf Wasserstoff, dann werden wir wahrscheinlich hier noch 10 weitere dazu bauen. Vielleicht machen wir dann irgendwo das Zentralalpenraum zum Stausee. Landesrat könnte andere Möglichkeiten. Also hier haben wir, bitte Spaß beiseite, hier haben also sehr viele Sekundärtechnologien noch, aber es ist einiges im Kanal und in diese Richtung, denke ich, wird es gehen. Vielen Dank. Frau Herrlitschka, last but not least, unser beider Lieblingsthema, Aus- und Weiterbildung. Ich möchte jetzt nicht wieder in die allgemeine Kerbe hauen, wir müssen unser Ausbildungssystem verändern, was wir müssen, das ist überhaupt keine Frage. Ich habe zum Schluss eine ganz konkrete Frage an Sie. Was machen Sie denn ganz konkret bei Ihren Mitarbeitern heute schon, um Ihre Mitarbeiter auf das vorzubereiten, was im Zeichen dieser Digitalisierung auf Sie zukommt? Wie machen Sie Ihre Mitarbeiter Industrie 4.0 fit sozusagen? Das Thema beschäftigt uns schon seit langem. Deswegen haben wir schon seit langem hier Aus- und Weiterbildungsprogramme am Laufen. Ich glaube, die wesentliche Kompetenz, die wir in Zeiten der Digitalisierung noch viel mehr brauchen, ist zwar auf der einen Seite das tiefe technische Verständnis, ja, selbstverständlich, aber vor allem zwei Dinge, Komplexität handhaben können, nicht zu glauben, man muss sie reduzieren, das geht nicht, sondern in der Lage zu sein, Komplexität handhaben zu können. Und das zweite, Systemverständnis und Systemdenken. Und beides ist essentiell und beides ist ein massives Manko durch das ganze Ausbildungssystem hindurch. Bei allen großen Fragestellungen, bei allen großen Schwierigkeiten auch, kommt es immer ganz wesentlich auf die zwei an. Vielen Dank, Frau Dr. Herrlitschka, meine Herren, ich bedanke mich ganz herzlich und ich darf Sie zur Kaffeepause einladen.